Bart, herzlichen Glückwunsch zum Sieg beim DATEV Challenge Rot. Wir haben zwei Tage vor dem Rennen ja gesprochen, da hast du gesagt, du hast keinen Druck. War das heute der Schlüssel zum Erfolg? Ja, es war nicht schlecht, kein Druck. Ja, ich bin sehr froh, die Rennen zu gewinnen in Rot, das erste Mal in Rot, und das ist ein sehr spezielles Rennen, das habe ich schön gesehen vor zwei Tagen, aber ja, das ist Wahnsinn. Jetzt warst du ja beim Radfahren, sage ich mal, eben hinter der großen Spitzengruppe, musstest dein eigenes Rennen machen. Warst du immer informiert, wie groß der Rückstand nach vorne ist? Ja, ich hatte ein wenig Information, aber ja, das war eine Spitzengruppe, ich glaube 9 oder 10 Männer. So, angefangen, ja. Mit dem sind immer weniger. Ja, und die erste Runde war sehr schwer für mich, ganz allein. Und die Spitzengruppe, ja, ich hatte, ich glaube, nach einer Runde vielleicht 6 oder 7 Minuten. Aber wenn es vorne schwer ist, normalerweise die Gruppe explodiert in zweite Runde, so das hat passiert. Und ich glaube, am Rad war ich nicht 100%, ich weiß nicht, aber es war schwer. Der Wind war ziemlich dann, oder? Aber du warst von Lanzarote gut darauf vorbereitet. Ja, aber Rot, sie sagt, es ist ein sehr schnelles Rennen, aber ja, heute hatte ich... Ja, ich war nicht sicher, war das nur die Beine oder was das für all die anderen auch so, aber das Rad war sehr schwer. Aber die letzten 40 Kilometer, ich glaube, hatte ich etwas gut gemacht mit der Spitze, und dann, ja, Nils Frommholz, ja, er war nicht glücklich, oder wie sagt man das? Ja, hatte Pech, muss man wirklich sagen. Ja. Ja, Pech, und das hat etwas ändert oder verändert. Ja. So für mich war das nicht schlecht, aber ja, das ist Sport, und das ist das kann mal passieren. Kann einfach passieren. Ja, kann passieren. So. Und nach das Rad in zweite Wechselzone, ja, was war nur 7 Minuten oder war ein bisschen weniger. Knapp 7 Minuten waren es. Knapp 7 Minuten mit Maurice und 5 mit Timo. So, ich weiß, die Marathon, man kann noch etwas machen. Das war eigentlich so genau der Rückstand, haben wir gedacht, wo du jetzt aufdrehen kannst. Ne? Ja, und auch mit der neuen Laufstrecke. Es ist ein bisschen schwieriger, so warm. Nicht einfach, so man kann viel, ja, die Marathon ist lang, und heute war es sehr schwer, ich glaube auch für die anderen Männer, und man hat das gesehen auf dem Finishline, keine schnelle Zeit, oder? Ja. Und ja, ich hatte nach 10 Kilometern, am Anfang war ich nicht sehr schnell, aber nach 10 Kilometern hatte ich einmal etwas probiert. Und ja, ganz ein schnelles Tempo und ein kleines Risiko für mich auch. Und es hat, es ist gut passiert. So, ja, ich war sehr, sehr, ja. Merkt man dann auch diese, ja, dass du vom Höhentrainingslehrer, dass das also wirklich funktioniert hat diesmal, dass du, sag ich mal, etwas mehr Luft noch hattest? Ja, wenn ich Maurice und die anderen gesehen habe, ja, jedes Runde oder zweimal jedes Runde, ich habe gesehen, es ist schwer für all die anderen Athleten, und ich war nicht schlecht, ganz das Laufen, die zweite Runde war ein bisschen, ja, langsamer, aber ja, mit die Leute, all die Leute am Strecke, das ist etwas sehr Spezielles, und das motiviert viel für die Athleten, und auch wenn es schwer ist, das braucht man. Und das ist, warum Rot ist sehr spezial. Also, ich habe so viele Leute, und auch die Finishline, das ist ja ein Traum. Toll. Ein Traum. Das ist, das sieht man nicht anders in ein anderen Rennen. So, das ist für mich sehr spezial, und ich glaube auch für all die anderen am Finishline. Und, das heißt, du musst nochmal zurückkommen? Ja, sicher. Sie haben kein anderes Rennen wie Rot, so ich muss mal zurückkommen, und vielleicht mit ein bisschen mehr Druck. Aber ja, kein Problem, wir schauen mal. Ich habe schon einmal gewonnen, und ja, ich liebe Rot und all die Leute, die Helfer, die, ja, es war top. Wir haben gerade gesagt, du schaust schon so wieder richtig gut erholt aus. Wie geht es dir wirklich jetzt so 3-4 Stunden nach dem Rennen? Ja, es geht noch, aber wenn sie das Rennen, ja,
Wie ein Wiener, das ist ein bisschen mehr einfach, aber morgen oder in zwei Tagen, das geht schwersten. Aber ja, das ist ein Challenge oder eine Full Distance, das, kein Problem. Jetzt letzte Frage, jetzt Sieg in Lanzarote, Sieg hier in Rot. Jetzt hast du dann in Hawaii vielleicht etwas Druck? Nein, ich weiß nicht. Hawaii ist etwas anders, spezial, und all die Top-Männer sind da, und das ist nicht einfach für mich auch, nicht die beste Schwimmer. Aber wir schauen mal. Ich habe schon zwei schönes Rennen gemacht dieses Jahr, und kein Druck für mich. Ich weiß nicht, was die andere Leute oder Presse, aber nein, wir schauen mal. Oktober ist noch, noch 3 Monate, so. Ich habe noch viel Zeit, und wir schauen mal. Dann wünschen wir dir jetzt gute Erholung von Rot. Feier den Erfolg viel schön, und dann werden wir uns wahrscheinlich in Kuna wiedersehen. Danke sehr. Danke.